Hey und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von mir, Burak. Ja, in diesem Vlog möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es geht um das Thema Familie, Familienzusammenhalt und warum dieser sehr wichtig ist. Ich werde mich als Beispiel nehmen, weil ich habe keine gute Erfahrung gemacht mit ja, meiner Familie, jedenfalls aus meiner Seite, aus meiner Perspektive. Doch bevor ich mit dem Video fortfahre, würde ich mir wünschen, dass ihr mir ein Like gibt, mich abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr keine Videos von mir verpasst und immer up to date seid. Das würde mich nämlich sehr unterstützen und mich auch freuen, natürlich, selbstverständlich. Genau, fangen wir mit dem Video an. Ich fange von ganz von vorne an. Ich war ein Kind, 5, 6 Jahre alt, ging noch zur Schule, Grundschule. Da habe ich ja die Zeit einfach genossen. Ich habe mir keine so viele Sorgen gemacht. Alles war auch noch normal. Bis dann die dritte, vierte Klasse losging, in denen auch bei mir leider Gottes Mobbing losging. Da verschlechterte sich ja, also meine Schulnoten und damit auch gleichzeitig die Beziehung zu meinem Vater. Mein Vater wollte, dass ich gute Noten schreibe. Er hatte sehr hohe Erwartungen an mir, die ich leider nicht erfüllen konnte. Und es ist meine Schuld, dass ich ihm das nicht gesagt habe, dass ich gemobbt werde, weil ich persönlich war einfach zu dem Zeitpunkt extrem, ja, Ego erfüllt, war es peinlich zuzugeben, dass ich gemobbt werde, weil ich war eher der Dominante. Und genau, also ich konnte es auch gar nicht realisieren, dass ich gemobbt werde. Und im Laufe der Zeit wurde dann die Beziehung zu meinem Vater immer schlechter. Zu meiner Mutter war die Beziehung ganz gut. Sie hat mir immer Gefühle gezeigt, hat mir immer Liebe gezeigt. Ich verlor den Anschluss zu meinen Brüdern. Mein Bruder, mein Zwillingsbruder, der ging auf eine andere Schule. Er hatte sein Leben, ich hatte mein Leben. Dann, also 6, also na, ja, also 2003 kam dann mein kleiner Bruder zur Welt. Mit ihm teilte ich dann ja mein Zimmer. Aber ich hatte keine Privatsphäre, weil die Wohnung, in der wir lebten, war nur 4 Zimmer. Und es gab halt nur 2 Zimmer. Ein Zimmer hatte mein Bruder, mein Zwillingsbruder. Und ein Zimmer musste ich mit meinem kleinen Bruder teilen. Dementsprechend war die Beziehung zu ihm relativ gut. Also klar, ich habe immer gesagt, geh aus dem Zimmer raus, weil ich möchte jetzt alleine sein. Ich wollte meine Privatsphäre haben. Hab den halt immer, wenn es tagsüber war, aus dem Zimmer gescheucht und hab meine Zeit halt alleine verbracht, weil ich brauchte meinen Safe Space und den hatte ich. Ja. Dann mit 18 lernte ich ein Mädchen kennen. Mit ihr war ich dann relativ schnell auch ein Paar und da fing dann halt das, was schon bereits relativ instabil war, an instabiler zu werden. Mein Vater hatte währenddessen natürlich immer Sprüche abgelassen, wie schlecht ich doch sei, wie ein Versager ich doch bin und so weiter und so fort. Natürlich ist er heute nicht mehr so, aber ich meine jetzt nur, in der Vergangenheit war er so. Und genau, ich lernte dann ein Mädchen kennen und für mich war sie die Welt. Ich habe mich unsterblich verliebt gehabt. Hab meine Familie immer mehr vernachlässigt, bin zu ihr nach Essen gefahren, obwohl meine Familie gesagt hat, geh da nicht hin. Hab immer sie bevorzugt und hab meine Familie immer mehr vergessen. Dann sind wir eines Tages zusammengezogen, mit der Hoffnung, dass natürlich alles gut läuft. Wir hatten Nikah gemacht durch meine Familie. Also Nikah bedeutet auf Deutsch halt, ja, muslimische Ehe, keine offizielle Ehe mit Standesamt oder so, sondern halt eine religiöse Ehe. Ja, wir lebten 2 Jahre zusammen und was passierte? Sie ging mir fremd, sie hörte auf, mich zu lieben und verließ mich. Ich stand dann wirklich alleine da. Ich hatte den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen,
Nicht nur, weil ich sie halt bevorzugt habe, sondern weil sie mir auch immer gesagt hat, halte dich von deiner Familie fern, ich mag sie nicht. Und ich, blöder Idiot, habe auf sie gehört. Mir war sie wichtiger als meine Familie. Und als ich alleine da saß, wurde ich immer kranker. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich hatte Depressionen. Ich war so kaputt. Ich litt so unter der Trennung, dass ich einen Nervenzusammenbruch erlitt. Dadurch löste sich dann halt die psychische Erkrankung Schizophrenie bei mir aus. Ich hatte Wahnvorstellungen. Ich hatte dann auch Kontakt zu schlechten Menschen, die es gefährlichen Dingen zu tun haben. Die haben dann gesehen, dass es mir nicht so gut geht, haben dann die Situation natürlich ausgenutzt. Ich, naiver Mensch, habe denen natürlich vertraut, weil ich keine anderen Personen in meinem Leben hatte, dachte ich jedenfalls. Und eines Tages kam dann meine Familie auf mich zu und ja, retteten mich. Sie nahmen mich aus dieser isolierten Situation raus und sorgten dafür, dass ich wieder einen Boden unter den Füßen habe, mich nicht mehr einsam fühle. Eine Familie habe, eine richtige Familie, nicht so eine Scheinfamilie wie meine Ex und keine falschen Freunde, die einen ausnutzen, beklauen. Was habe ich daraus gelernt? Familie ist wichtiger als alles, was ihr im Leben habt. Schätzt eure Familie, egal wie schlecht eure Beziehung zu der Familie sein mag. Im tiefen Inneren wird eure Familie für euch da sein. Sie wird euch auffangen, wenn ihr fällt. Sie wird euch die Hand geben, wenn ihr in eine Grube gefallen seid und wieder rauskommen wollt. Keine andere Person ist für euch da wie eure Familie. Und mit darunter zählt selbstverständlich auch euer Elternteil wie Vater, Mutter, Brüder. Mein Vater hat sehr viel für mich getan. Er hat mir schon sehr oft den Arsch gerettet und ich war undankbar. Ich habe dieselben Fehler immer wieder gemacht und ja, ich bin ein undankbarer Sohn. Das möchte ich nochmal zum Ausdruck bringen. Mit diesem Video möchte ich meinen Vater ehren. Er ist ein sehr toller Mensch. Er hat sehr viel für mich getan, auch wenn er gefühlstechnisch mir keine Gefühle gezeigt hat und mir kein Lob oder so gegeben hat. Er hat mich immer rausgeholt, wenn es bremsig wurde. Und er war wirklich immer für mich da, egal wie schlecht es mir ging. Ich verstehe auch, warum er diese Gefühle mir nicht zeigen konnte. Einfach aus dem Grund, weil er wurde nicht anders erzogen und er kennt es nicht anders. Selbstverständlich könnte man versuchen, nicht so wie der Vater zu sein, sondern halt den Sohn eigenhändig zu erziehen. Aber gut, das ist wiederum ein Kriterium, da möchte ich jetzt nicht zu sehr in die Materie gehen. Auf jeden Fall möchte ich euch eine wichtige Mitteilung mitgeben. Schätzt eure Eltern, schätzt eure Familie, wirft sie nicht weg für irgendeine andere Person, vor allem eine Partnerin oder einen Partner, denn ihr werdet es bereuen. Nachher steht ihr alleine da und mal angenommen, eure Familie ist nicht so wie meine Familie. Sie hat euch weggeworfen, weil ihr undankbar wart, wie ich es war mit meiner Familie. Ihr werdet nie wieder so eine Familie haben, die für euch da ist. Also das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Deswegen schätzt sie, jeden einzelnen Familienmitglied. Seid für eure Familie da, wenn sie eure Hilfe brauchen, denn sie werden für euch da sein, wenn ihr deren Hilfe braucht. Das sollte meine Message gewesen sein. Bevor ich das Video beende, würde ich mir wünschen, dass ihr dem Video ein Like gibt, mich abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr keine meiner Videos verpasst und dass ihr immer up to date seid. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Morgen. Wir haben derzeit 9.36 Uhr. Wir sehen uns beim nächsten Vlog. Adios.